Heute geht's auf eine Reise. Wohin? Das verrate ich euch noch nicht, aber ich sag euch, das wird richtig spannend. Yes! Tschüss, macht's gut, ich werde euch vermissen. Tschüss! Kommen hier die Kartoffeln her? Weiß das jemand? Ja? Freut mich, dich zu sehen. Das ist Fabian. Hallo. Herzlich willkommen in meinem Video. Moment, Moment. Ich glaube, ich muss an der Stelle erstmal ein bisschen ausholen. Bei meinem ersten Reisestopp will ich ein Problem angehen, das mich ehrlich gesagt schon länger wurmt. Und behind the scenes arbeite ich da deswegen schon seit ein paar Wochen ganz fleißig mit Fabian zusammen an einem neuen Projekt. Es geht darum, dass wenn ich in einem Video über zum Beispiel einen speziellen Tomatendünger spreche, den ich euch gerne empfehle, weil ich ihn super gerne verwende, oder ein Kulturschutznetz, das besonders stabil ist und nicht sofort kaputt geht, sondern das man ganz lange verwenden kann, dann möchte ich euch diese Sachen natürlich immer gerne in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr sie euch nachkaufen könnt, weil sonst kriege ich erstens von euch Ärger und zweitens sind diese Empfehlungslinks für mich auch eine total wichtige Einkommensquelle, damit ich die Videos hier überhaupt machen kann, weil mit so einem Kanal ja auch große Ausgaben einhergehen und großer Aufwand dahinter steckt, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Team und die will ich natürlich auch fair bezahlen für ihre tolle Arbeit. Und bisher habe ich leider keine andere Möglichkeit, als diese Empfehlungslinks immer über Amazon zu setzen und es stinkt mir ehrlich gesagt, weil ich diesen Laden eigentlich überhaupt nicht unterstützen möchte. Gleichzeitig aber auf das Einkommen angewiesen bin, das ich über die Empfehlungslinks habe. Mein Freund Fabian hier hat durch Corona viel weniger Arbeit als vorher und deswegen möchte er einen Gartenshop aufbauen. Und da haben wir uns gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich ihm jetzt, wo er den Shop aufbaut, genau sagen kann, welche Sachen er da aufnehmen soll, weil ich die heiß und innig liebe und ich dann von jetzt an auf ihn verlinken kann, ihn unterstützen kann und von diesen bescheuerten Amazon-Links wegkomme. Ja, das ist Fabian, hi. Hi Marie, freut mich, dass es so geklappt hat. Ja, der macht den Shop. Der macht den Job, der macht okay. Den Job, Ausschluss, danke. Ja, freut mich vor allem, dass du ja, dazu gesagt hast, mich dabei zu unterstützen bei meinem neuen Projekt sozusagen und vor allem ja. Bei der Produktfindung da auch beratschlägst. Ja, ist auch sau aufregend, finde ich, gerade diese Phase mit dem ganzen Übersprudeln von Ideen und wie das alles werden wird. Das wird, glaube ich, richtig cool. Es ist für euch richtig cool, wenn ihr einen Ort habt, wo ihr die Produkte einkaufen könnt, die ich euch empfehle. Es ist für mich cool, wenn ich nicht auf Amazon verlinken muss und du kannst deinen Gartenshop aufbauen. Genau, ich kann schon gar nicht mehr warten, bis es losgeht und freue mich dann mit dir sozusagen, ja, das, auf diese Reise zu gehen. Ja, ja, darauf stoßen wir an. So machen wir das. Guten Morgen. Heute legen wir die ersten Produkte für den Shop fest. Das wird bestimmt total aufregend. Guck mal, wie tief es hier runter geht. Ich habe richtig Höhenangst. Kann jemand erraten, in was für einer Stadt wir sind? Du hast irgendwas auf deiner Nase. Was habe ich auf meiner Nase? Was? Einen gelben Punkt. Wo denn? Ja. Ich fände es auf jeden Fall richtig toll, wenn du Schneckenkragen aufnehmen könntest. Das ist einfach eine Methode, wie man Schnecken mit am effizientesten aus dem Garten loswerden kann. Und da gibt es so viel Schrott im Internet. Okay. Hast du da spezielle Vorstellungen schon? Ja, oder? Auf jeden Fall. Es gibt halt total viel, die gehen super schnell kaputt. Und ich finde, wenn man Plastik im Garten verwendet, ist das okay. Aber nur, wenn man es halt jahrelang verwenden kann und es nicht also einer nachhaltig okay, wegschmeißen muss. Okay. Es gibt auch welche aus Metall. Okay. Die sind aber ein bisschen teurer. Meinst du, das ist vielleicht sinnvoller dann? Ich finde es cool. Also ich mag sowas. Aus Metall dann sowas ja, zu nehmen? Wir könnten ja mal abwägen, wie viel teurer die sind. Das soll ja auch immer noch bezahlbar sein. Erschwinglich sein für die, genau. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht können wir auch zwei unterschiedliche Optionen. Ja, nee, das ist immer gut, dass die Leute sich dann, ja, letztendlich dann ihre Entscheidung ja, ist. Genau. Es war auf jeden Fall kein Problem, diese Liste zusammenzukriegen mit den Sachen, die am Anfang schon in den Shop sollen. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, da mitzuwirken.
Und dann sind auch schon die ersten Antworten von den Herstellern reingeflattert und es ging darum zu entscheiden, welche Sachen können wir nehmen, welche nicht, zu welchen Konditionen und so weiter. Das hätte ich am Anfang tatsächlich nicht so erwartet, wie viel Arbeit da drin steckt. Also Hut ab an Fabi, dass er das gerade alles so fleißig macht. Und wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche Sachen ihr euch im Shop wünschen würdet, damit wir dann auch eure Ideen mit einbringen können. Ich meine, für euch machen wir das ja. Hat jemand eine Idee, in welcher Stadt wir sind? Ja, genau, wir sind in München. Und wisst ihr, wer hier ganz in der Nähe wohnt? Hm? Kommt jemand drauf? Sehr schwer zu erraten, wenn er im Titelbild zu sehen ist, ne? Komm, wir packen unsere Sachen. Na, bist du von Fans angequatscht? Ja. Lustig. Waschen an der Fleischtheke vorne. Genau. Man kann nicht mehr normal einkaufen gehen als Garten-YouTuber. Ja, Wahnsinn. Hi. Da ist er. Da ist er. Wer hat's erraten? Ja. Renu. Wir sind im Rigottiland. Da ist er. Schau noch mal ins Gewächshaus, oder? Schau mal ins Gewächshaus, ja? Da steht schon ein bisschen was. Mein Schindelprojekt. Dachschindeln mache ich ja gerade selber. Ach wow. Wofür sind die? Die sind als Dachplatten dann fürs Bienenhaus da hinten. Guckt euch den Knoblauch an. Der ist der Hammer. Schaut mal. So dicke Dinger. Ja. Wie Lauchstangen fast. Ist doch super, ne? Ja. Und die haben ja auch noch 2 Monate, bis sie fertig sind. Ja. Da sind sie, die ganzen Tomaten. Hier habe ich noch die Czerny Prinz, meine Lieblingstomaten. Die sind ein bisschen verbrannt in der Sonne, leider muss man immer aufpassen. Ananastomate, Black Cherry. Ja, mit der, wie heißt die Czerny Prinz, ne? Die Czerny Prinz, ja. Mit der hast du mich jetzt auch geködert, die habe ich jetzt auch ausgesät. Ah, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ja. Ich will aber nicht zu viel versprechen, weil je nachdem, wo sie wächst, in welchem Boden, mit welchen Bedingungen und so. Ja. Wo die Samen herkommen, kann es immer unterschiedlich sein. Ne? Aber was ist die eher, eine saure oder? Nein. Nee? Eine süße, fruchtige. Ja, mit großen Früchten, oder? Mittelgroß bis groß. Ja. Nicht so groß wie die Ananastomate, aber mittelgroß bis groß. Und bei mir zumindest unheimlich intensiver Tomatengeschmack. Okay. Und süßlich aber du und hast, fruchtig. Du hast gehört von anderen, dass es bei denen nicht so lecker ist, oder wieso? Genau. Viele probieren es ja aus. Und sagen dann, oh, mir schmeckt es nicht. Und entweder sind die Geschmäcker einfach unterschiedlich, aber es sind ganz häufig die Bodenbedingungen. Ja. Ne? Was für Mineralstoffe und so habe ich im Boden, was für eine Bodenbeschaffenheit, ja, wie dünge ich, wie viel Wasser schmeiße ich hin. Ganz wichtig, wenn ich Wasser ohne Ende, dann schmecken sie halt auch wässrig. Genau, auf jeden Fall. Hast du schon mal die Sorte Paul Robson angebaut? Nein, noch nie gehört. Noch nie gehört, okay. Die ist auch nicht so verbreitet in Deutschland, aber das ist dieses Jahr meine große Hoffnung, weil ich habe so gute Sachen über die gehört. Aha. Das wäre die beste Tomate auf der Welt. Ich habe so eine schöne Kolbenhirse, so eine ganz große. Willst du die als Hühnerfutter oder auch selber zum Essen? Sowohl als auch, also in erster Linie für mich. Aha. Aber es wird viel übrig bleiben, schätze ich, und für die Hühner ja. Und für die Vögel. Ich mache auch so Sonnenblumen und so Hirse und sowas, lasse ich dann im Herbst mal stehen. Ja. Und das ist ein perfektes Vogelfutter für draußen. Schön. Die sehen auch toll aus. Und wow. Hübsch, ja, total gut. Wir haben eben schon einen Gartenrundgang gedreht. Den könnt ihr beim Florian auf dem Kanal anschauen. Genau, aber wir machen jetzt noch mal was. Wir pflanzen noch mal was, oder? Ja, bei mir muss unbedingt Edamame in den Innenboden, also Sojabohne. Ja, los geht's. Machen wir eine Reihe. Ja, der Florian hat hier auf jeden Fall ziemlich coole Schneckenkragen, habe ich gerade gesehen. Und auch die aus Metall, da haben wir ja in München auch schon viel drüber geredet die letzten Tage. Finde ich richtig gut und du bist auch richtig zufrieden mit Sehr denen, oder? Ja. Also da kannst du echt nichts machen. Wie sollen die denn kaputt ewig. Gehen? Ja. Ja. Verzinkt. Rosten auch nicht. Also super. Ja. Genau, die hier aus Plastik, mit denen habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, aber wer sich erinnert an den großen Hagel im Rigottiland, den haben die nicht überstanden. Also da muss man schon abwägen. Die sind halt teurer. Die sind auch gut für Plastikschneckenkragen. Die sind sehr lange haltbar, wenn nicht gerade so ein Brutalo-Hagel kommt.
war. Wie riesig. Krass. Der kommt in die Küche, der ist noch gut. Ja, machst du das in der Mitte raus, das ist hart. Mhm. Also wir haben unseren jetzt gerade aufgegessen und der sah auch so aus mit so einer Blütenschaft, aber war super lecker noch. Okay. Wenn du die jetzt erntest dann irgendwann, die Edamame, wie bereitest du die zu? Früh ernten, also wenn sie noch jung sind, die Schoten, aber wenn man schon sieht, dass die Kerne sich ausbilden. Dann die kompletten Schoten ernten, im Wasser kochen, bis sie gar sind, 2-3 Minuten. Und dann rausnehmen aus dem Wasser, bisschen Salz drüber, grobes Salz. Und mit Sojasauce, ein bisschen in Sojasauce eintunken. Also die Kerne aus der Schote dann auszuzeln. Das schmeckt so gut. Ja. Dann hat man das Salzige auf den Lippen. Oh, köstlich. Ich muss was von deiner Minze probieren. Ja, gern. Die riecht so gut. Ich lege mir das einfach gerne ins Trinkwasser einfach rein. Mhm. So ein Zweig ins Wasser und das aromatisiert das Wasser so gut. Ja, lecker. Man kann auch tollen Sirup draus machen. Mein Problem ist, dann ist halt wieder so viel Zucker drin. Ja, das stimmt. Ich esse sowieso schon viel zu viel süßes Zeugs. Hm. Der ist total eissüchtig. Wusstet ihr das? Ja. Okay. Magst du noch ein paar Bohnen mitnehmen? Schau mal. Such dir einfach was aus. Violette Rampikante. Das ist ganz selten, ne? Die habe ich schon oft gehört in deinen Videos. Aha. Auf jeden Fall, dass du die toll findest. Boah, Lotti, das sind so gemusterte, oder? Ich kenne sie als Buschbohnen und ich mag sie geschmacklich nicht so gerne, aber sie sehen hammermäßig aus. Okay, also. Dann sind sie bei mir aber unten durch, weil sie müssen schmecken. Ja, okay. Hast du schon mal Mungbohnen angepflanzt? Nee. Wachsen die in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Die sind halt winzig klein. Ey, es gibt so viele unterschiedliche Pflanzen, die man anbauen kann. Es ist auch so schön, weil egal wie lange du gärtnerst, du kannst jedes Jahr was Neues entdecken. Ich mache ja im August wahrscheinlich wieder ein Garten-YouTuber-Treffen hier. Cool. Wenn es dann klappt. Ja. Also ich plane mal alles so, als würde es klappen, drück mir die Daumen und du bist hiermit ganz offiziell natürlich eingeladen. Dankeschön. Oh, das wär toll, wenn das klappen könnte. Kennt ihr das Garten-YouTuber-Treffen? Marie ist dann natürlich mit dabei von der Partie. Wir treffen uns alle hier im Garten und haben ein sauschönes Wochenende. Wir kochen zusammen, wir quatschen zusammen, wir filmen zusammen, machen auch Filme natürlich. Mhm. Und wir machen einen gemeinsamen großen Livestream immer. Okay, ja, also das habe ich schon mal gesehen, auf jeden Fall. Also wenn es klappt, machen wir es. Wenn es nicht geht, müssen wir es wieder verschieben auf das nächste Jahr. Ja. Mach's gut, danke, dass ich da sein konnte. Tschüss. Aber sehr schön, Marie. Tschüss und jederzeit wieder.